Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Tschernobyl Light. Wir sind immer noch in derselben Position, wie im letzten Let's Play aufgehört wurde. Aber ich bin so nervös. Was war das? Okay, passt auf. Wir versuchen irgendwie zu diesem Fragezeichen vorzukommen. Wir sind ja im Prinzip in diesem Gebäudekomplex, ne? Wir müssen da irgendwie hinkommen. Hier geht's nicht. Irgendwie schaffen wir das, Leute. Hier waren ja die komischen Puppen. Konnten wir dann nicht hier durch? Doch. So, kurz gucken. Genau. Oh ey, jetzt haben sich hier vorne die Blätter so bewegt. Ich dachte echt, da kommt irgendwas durchs Fenster. Mal Taschenlampe und Gewehr gleichzeitig. Ja, das geht. Okay, hier vorne. Hier ist es doch. Hier muss es sein. Leute. Wir sind aber wahrscheinlich in der falschen Etage. Kann... Oh, ey, diese Blätter davon. Es ist... Theoretisch ist es genau hier. Entweder müssen wir höher oder tiefer. Also hier sehe ich jetzt nichts. Aber hier ist auch so Licht an, ne? Okay, passt auf. Wir versuchen mal... Oh shit. Ich will hier aber auch nicht riskieren, Leute. Guck mal, wir gehen mal hier außen lang. Sieht schon abgefahren aus. Doch die Frage ist, wie kommen wir dorthin, wo wir hin müssen? Ja, der Fahrstuhlschacht. Meint er, es ist sinnvoll, hier runter zu gehen? Kack mir hier ins Hemd, die Atmosphäre ist so krass. Wartet mal, ich hau mal kurz einen Scanner an. Wusste ich's doch, hier ist was. Ist auch irgendwas. Aber da komme ich nicht ran, hä? Oh, hier ist ja überall was, sehe ich gerade. Okay. Was war das? Mechanische Teile. Ich muss auch immer mal gucken, was für Loot ich sammle, weil vielleicht ist da ja mal irgendwas Wichtiges dabei. Ach du Scheiße, Leute. Wo sind wir hier nur gelandet? Da ist das Fragezeichen. Das ist direkt hier vorne. Ich sammle aber mal schnell den ganzen Loot ein. Und nimm die Knarre in die Hand. Das ist mir alles zu unsafe. Ich hoffe, es ruckelt nicht zu sehr, das Spiel bei euch jetzt auf dem heimischen Fernseher. So, nochmal kurz einen Scanner. Okay. Taschenlampe ist aus und... Leute. Кровь для черного бога. Кровь для черного бога. Завершим обряд. Завершим обряд. Okay. Wir sollen irgendeinen Ritus vervollständigen. Кровь для черного бога. Кровь для черного бога. И ошибки будут исправлены. И ошибки будут исправлены. Was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir den umbringen? Blut für den Nein. Event complete, 5 XP. Der hat sich umgebracht. Hatte sogar Revolvermunition und eine Lebensmittelration. Ich hoffe, kein anderer hat diesen Schuss jetzt gehört. Leute, ist das abgefahren. So, wir gucken ganz kurz auf die Karte. Ich bin gerade völlig, völlig baff. Also, hier ist das Hauptziel, ne? Oh, Leute. Na, hier so. Hier ist das Hauptziel, Hackenar-Server. Wir werden uns noch dieses Fragezeichen angucken, wenn wir denn dort irgendwie hinkommen. Ich bin gespannt. Wir müssen theoretisch nur geradeaus. So, wir nehmen den Scanner in der Hand. Und arbeiten uns langsam nach vorn. Das erste Mal, dass ich das Spiel wirklich richtig spannend finde. Also so wirklich spannend finde. Teilweise dachte ich echt, oh ne, ihr wollt mich doch verarschen hier. Das ist so unfertig, das Spiel, dass es nicht mal Early Access wert ist, das rauszubringen. Aber mittlerweile
hat das Potenzial, wenn alles noch sich ein bisschen zum Positiven ändert. Okay, wir müssen hier aufpassen. Irgendwo sind doch hier Gegner, oder? Wollen wir schnell diesen Loot dort mitnehmen? Was ist das? Okay, das Fragezeichen ist gar nicht mal so weit entfernt. Was ist denn das? Oh oh. Leute, ob wir das überleben? Was ist denn das? Ich gehe erstmal schnell dort oben das Ding hier holen. Oh, hier ist überall Loot. Nehmt es mir nicht übel, dass ich so zaghaft an die Sache rangehe, aber ich habe keinen Bock hier zu scheitern. Wisst ihr, was ich meine? Oh, was war das? Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Ah, da hinten ist noch irgendwie Loot und da unten. Ey, was ist das? Was ist das? Oh, ich hab ein bisschen Angst. Ach, stimmt, scheiße, der Sturm nähert sich ja. Und ich glaube, wenn der Sturm kommt, sollten wir schleunigst weg. Ihr nehmt das alles mit. Gasmaske. Ich bin voll. Nein. Okay, wir müssen handeln. Wir müssen diese Schrotflinte raushauen. Wartet. Entfernen. Wir haben ja eine. Okay. Aber die Gasmaske. Gasmaskenfilter. Leute, wir haben eine Gasmaske. Wie geil. Aber ich glaube, wir müssen hier wirklich bald weg. Der Sturm nähert sich. Wir haben zu lange gebraucht. Und was ist hier los? Oh je. Ach, das ist nur eine Statue. Abgefahren. Und ich dachte sonst was. Und hier ist was. Hey. Schöner Russentechno. Jo, ich bin neu. Ага, новичок на районе. Danny. Was erzählen die da? Der ist 1985 hergezogen, die Wohnung war gerade frei. Oh Gott. Schluck Kaffee, Leute. А знаешь, что это значит, а? Ха-ха-ха-ха-ха, знаешь, да? Ага, ты то, что ты местный один из нас. Братва Припяти. А братва Припяти держится вместе. А вместе круче, ха-ха-ха-ха. Это надо отпраздновать. Жаль только, что тебя... Leider haben diese Narfiger den ganzen Mondschein beschlagnahmt. Tante Schwanzlöcher. Мы им еще задницу надерем. Братва Припяти никого не прощает. Вот тогда и отпразднуем этой сволоты на могилах. Handel. Chat, lassen Sie uns hören. Was ist das Wort auf der Straße? Ich habe ein bisschen Angst, dass der Sturm jetzt kommt, aber wir machen das mal noch schnell. Haben Sie was vom Gemüsegarten gehört? Was ist damit? Geh nicht dahin. Das sind alles Schwanzlutscher in seinen Namen, Augen. Oh, der hat ihn angeschossen. Okay, sind jetzt Feinde? Du musst mir helfen, Freund. Ich habe noch eine Frau. Sie heißt Татьяна Амалиева. Татьяна? Ого, прекрасное имя для настоящей красавицы. Даже пахнет красотой. Слышь, а фотка есть? Нет, нету. Была, но... Жаль. Нет, я о ней не слыхал. Твоя девушка, да? Okay, jetzt ist es verbuggt, jetzt spricht er nicht. Sie versprach mir, die Eier abzuschalten, zu schneiden, falls ich sie jemals betrügen sollte. Und hat sie? Lustiger Kerl, du bist. Haha, ich mag dich schon. Nein, hat sie nicht. Sie hat jemand anderen gefunden und mich fallen lassen. Ich hoffe, deine Tatjana war wie sie eine Frau, die jeden Cent wert ist. Alles klar. Dann mach mal die Zeile überspringen. Handel, was hast denn du? Ich muss ein paar Dinge handeln. Ты что-то про торговлю говорил? Что? А не знаю. Как так?
Да вот так, не открывай. Коробки с добычей. Eine Kiste mit Beute und ich kaufe es ohne zu wissen, was drin ist. Еще бы. Братва ведет чё? Сделал по одной, потому что только... Bitteschön. Okay, ich bin voll. Scheiße. Wir müssen das jetzt mal lassen. Das ist anscheinend der Händler. So, wartet mal. Ich muss jetzt schnell handeln. Und zwar... Boah, die Gasmaske nimmt einen Haufen Platz weg. Können wir denn... Haut ihr mal so eine Suppe rein. Benutzen. Ich bin voll. Was ist denn da alles drin? Verdammte Scheiße. Können wir hier noch irgendwas loswerden? Ne, nicht wirklich, ne? Uiuiuiui. Obwohl, wir haben vier so eine Sunny-Kästen. Hier, benutze. Ich bin voll, der kriegt die nicht rein. Können wir hier noch was wegschmeißen? Schwierige Angelegenheit momentan. Groß ist denn die Kiste? Das ist jetzt die Frage. Nee, bitte nicht entfernen. Hau die mal. Boah, warum ist denn das so buggy? Ich möchte die gern hier haben. Macht doch nicht. Okay, was ist das hier? Ey, passt auf. Wie macht man das jetzt? Das nervt. Ich weiß nicht, wie ich die nehmen soll. Ich will natürlich hier auf nichts verzichten, ne? Ich könnte jetzt hier noch so einen Sunny-Kasten nehmen. Er kriegt es nicht rein. Entfernen. Entfernen. Kriegt doch nicht hin. Warte mal, noch einen entfernen. Liegen die dann noch hier? Ja, die liegen noch hier. Wartet mal, ich lege mal jetzt ganz, ganz viele weg. Tja, Leute. Ich krieg die nicht rein, egal was ich mache. Können wir die entfernen? Das aber auch nicht hochgeschoben. Das ist doch völliger Käse hier. Das ist echt blöd gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so groß ist. Gut, dann können wir die Kiste erstmal nicht mitnehmen. Die Frage ist, ist es jetzt sinnvoll? Der Sturm wird ja gleich... Restzeit bis zum Sturm? 10 Minuten 12. Okay, da könnten wir ja eigentlich noch was machen. Okay, das machen wir. Schade um die Kiste. Ich bin voll. Konnte ja keiner ahnen. Nehme natürlich trotzdem den restlichen Loot mit, wenn ich irgendwie kann. Aber wir sollten uns eigentlich beeilen, weil 10 Minuten ist nicht viel. Wir nehmen das schnell mit, komm. Boah, da oben ist Tatjana, seht ihr das? Vielleicht sollten wir doch hier in das Gebäude mal schnell. Mach mal die Lampe an. Oh, hier sind Kinderstimmen. Kinderlachen. Kannst, oh ey, kannst du das Chemikalien... Boah, und hier hat diese Puppe wieder. Ey, das ist richtig gruselig gemacht, Leute. Ist hier irgendwas? In der Tat. Radiostation. Mission? Machen wir natürlich erst Mission. Panzerkampfwagen. Cool, richtig. Ziel der Mission Panzerkampfwagen ist es, alle Daten in der Nahdatenbank zu löschen. Ein Lastwagen mit Laptop sollte hier jeden Moment anhalten. Okay. Sie müssen es hacken, um die Codes für die Hauptnahdatenbank zu erhalten. Over. Warten Sie eine Minute. Was bekommen? Codes, Hack, Laptop, die Nahdatenbank. Over. Ja, genau, aber nicht mit einer Axt hacken oder so. Es gibt diese magische Super... Agentending, du weißt, dass du tun musst, wie die Knöpfe zu drücken. Ich bin dabei und so weiter. Over. Okay. Naja, die Untertitel sind halt noch ein bisschen... Прием. Михаил, ты там? Прием. Да, да, я тут. Время вышло.
Der LKW kommt. Finden Sie den Laptop. Und hacken Sie hinein. Beginnen Sie dem Panzer. Okay. Wartet, ich nehme natürlich noch den Loot. Hier stand ja irgendwo Tatjana. Elektronische Teile. So. Ja, oh, wie es ruckelt und zuckelt manchmal. Ah, Alter! Boah, fuck, willst du mich verarschen, du blöde Puppe? Ach, in der Nähe von der Puppe. Jetzt ist er weg. In der Nähe von der Puppe konnte ich jetzt nicht scannen. Okay, 93 Meter. Wir haben nicht viel Zeit. Was ist denn hier oft eigentlich? Was ist denn das hier? Halt. Evgenji. Ach so, das ist der Typ, der Händler. Alles klar. So, passt auf, Leute. Der LKW ist quasi dort hinten in die Richtung, ne? Ja, natürlich sind jetzt so überall Wachen. Die Frage ist, wie viele? Oh, da ist einer. Da ist einer. Wartet mal. Wir versuchen mal von hinten ranzukommen. Also das Ding will ich heute noch knacken mit euch zusammen. Okay, den könnten wir lautlos, wenn er stehen bleibt. Wow, 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 wow. Okay, Leute, es ist spannend. Der Typ steht. Hier hinten ist irgendwo noch einer. Puh. Es könnte in einer Schießerei enden. Versuch's natürlich zu vermeiden. Und sorry, dass das Gewitter so laut ist, aber das gehört ein bisschen dazu. Das ist so Feeling. Okay, der Typ geht jetzt rüber. Wo ist denn hier der nächste? Okay. Der Typ ist hinterm LKW. Oh, 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 oh. Ob der das checkt? Ja, der steht jetzt ja richtig ungünstig. Krieg ich den irgendwie so gekillt? Okay, jetzt haben wir sie fast alle ausgelöscht. Wo ist der? Ah! So, jetzt ist nur noch einer. Oh, ich bin so aufgeregt. Ich nehme an, dass nur noch einer ist. Okay, der rennt jetzt da lang. Okay. Erledigt. Jetzt müssen wir zum LKW. Also ich hoffe, dass alle erledigt sind. Oh, ey, bin ich aufgeregt. So. Use. Wir haben nicht mehr viel Zeit, nur noch 5 Minuten. Okay, wir sollen einfach... Ich muss... vielleicht könnte ich. Nee, ich muss... Ah, okay. Wir gucken nach, ob das Ding irgendwas über unsere Frau weiß. Nein, nein, nein. Sie müssen die Daten löschen. Das Tutorial macht es klar.
Es kann nur ein Befehl gesendet werden, sonst passiert etwas Schreckliches. Okay. Okay. Also wir, Igor, wir trauen dem Ganzen nicht so, was der da erzählt. Stellen? Wir haben gerade, nennen Sie es einen Tag. Oh, Distraction. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt drücken sollen. Das ist so blöd übersetzt hier. Stellen. Okay. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben keine Zeit dafür. Hackenar-Server. Wir sind jetzt hier. Oh, was ist das hier? Revolver-Munition nehmen wir mit. Also hier kann ich jetzt nichts mehr machen. Scheiße, Leute. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Hier vorne ist noch irgendein Fragezeichen, was wir noch nehmen können. Das gucken wir uns noch an und dann müssen wir schleunigst zurück. Es nützt nichts. Hä? Wo ist denn das Fragezeichen jetzt? Okay, ich habe irgendwas aufgenommen anscheinend. 4 Minuten bis zum Ende des bis der Sturm losgeht. Das wird sau eng. Das wird sau eng, wenn ich jetzt nicht mal alles looten würde. 100 Meter. Los. Meter. Aber wir kommen hier nicht durch. Und da sind Wachen. Wie kommen wir hier rein, Leute? Oh, so nicht. Nee. Wie kommen wir denn jetzt hier rein? Ah, hier unterirdisch vielleicht. Nee. Doch. Oh, 3 Minuten bis zum Sturm. Das wird sauknapp. Es ist spannend wie Sau. Hier sind überall Wachen, Leute. Da oben ist auch eine Wache. Что за хрень? Что нам делать? Товарищ офицер! Мы не можем рисковать! Взять его! Быстро! Bin ich aufgeregt. Vielleicht sollten wir wirklich den Portalgenerator benutzen. Und uns hier verpissen und hier einfach später nochmal herkommen. Weil wir schaffen die Wachen jetzt eh nicht in 2 Minuten. Aber von wo aus hat denn der Typ jetzt hier geworfen? Hier ist nämlich kein Raum offen außer der. Wachen sind weg, ne? Zwei Minuten noch. Mache hin, ne? Ach so, das ist Mikael da oben. Der hat die quasi verscheucht. Das Gesprengen von Gebäuden kann die Lebensdauer verkürzen. Okay, löschen Sie die Daten. Ich glaube, wir suchen nicht nach Tatjana, wenn der das so will, oder wollen wir es riskieren? Komm, wir machen's. Oh.
das mein Computer? Tatjana, bla bla bla. Okay. Zurück. Scheiße. Quest complete. Hack an R-Server. Aha. Aber wir können den jetzt nicht. Jetzt ist Michael bestimmt sauer. Level 1 erreicht. Finde deinen Mentor, um eine neue Fähigkeit zu lernen. Okay, ich kann jetzt hier... Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich kann hier nichts machen. Okay. Das bedeutet, Mission complete und wir verpissen uns jetzt hier. Wird auch allerhöchste Zeit. Wir haben ganz viel Loot mit nach Hause gebracht. Das ist gut. Wir haben tatsächlich mal eine Mission erledigt. Wir haben auch Nebenquests in der Mission erledigt. Das hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, sehr spannend. Der Sturm war ein bisschen laut, liebe Zuschauer. Das tut mir leid. Ich hoffe, ihr versteht mich trotzdem. Oder habt mich verstanden. Jetzt müssen wir hier nochmal durchs grüne Elend durch. Dann geben wir unseren Kumpels eine Lebensmittelration und dann gucken wir mal weiter, wie es dann in der nächsten Folge weitergeht. Mann, war das jetzt spannend, ey. Schade, dass ich die Kiste von dem Händler nicht mitnehmen konnte. Aber der hatte, glaube ich, gesagt, ich kann mir einmal am Tag, könnte ich mir bei dem Typen eine holen, ne? War das nicht so? Egal, wir haben so viel Material heute. Wir haben ganz viel Muni, auch für die Schrotflinte und so. Wir müssten jetzt bloß mal schauen, ob wir uns eventuell einen Spind oder sowas oder eine Lagerbox bauen können, ne? Weil, wenn das Inventar voll ist, ist natürlich Mist. Ah, herrlich. Das hat Spaß gemacht. So, wir haben 5,9. Wir geben dir natürlich... Wie war es nochmal? Zuordnung ändern. Doppelte Lebensmittelration. Macht euch glücklich und gesund. Genau. Und... Annehmen. Yes. Hä, wieso? Warte mal. Hab doch doppelte Lebensmittelration. Au, gleiche wie Igor. Genau. Ah ja, alles klar. Und alle sind glücklich und zufrieden. Wir haben ein volles Inventar. Ich guck mal kurz, ob wir hier nicht in unserem Zimmer irgendwie einen Spind haben. Oliver, wie geht's dir? Das ist ein Zug. Ich sollte einige Zeit mit ihm verbringen, um neue Fähigkeiten zu erlernen. Ah, das ist quasi der Mentor, oder was? Schießfähigkeiten verbessern. Ich kann Ihnen einige Hinweise geben, aber es wird Schweiß und Zeit brauchen. Ich mache es dir nicht leicht, okay? Wenn du das so willst. Pistole schießen, Schatten ablehnen. Ich will mehr ruhig bewegen. Vielleicht sollte ich auf andere Dinge konzentrieren heute Abend. Pistole schießen. Ja komm, wir machen Schatten. Ich bin ja eh immer mehr so... Ich werde trainieren. Achso, hier. Folge mir und bereite dich vor. Okay. Oh, was passiert denn jetzt, Leute? Das wollte ich jetzt gar nicht noch am Ende der Folge. Oliver hat einen neuen Status. Unstable. Neuer Vorteil erlernt. Der Schatten. Immer noch was? Nee, das geht jetzt nicht mehr. Alles klar. Dann lassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Haben wir eine Lagerbox? Machen wir mal die Bude auf. Kann ich denn hier irgendwo... Verwende den Untersuchungsausschuss, um deine Forschung zu verfolgen. Ja, das machen wir später. Scheiße. Nee, nicht den scheiß Projektor. Aber ich habe hier echt keine Lagerbox. Passt auf, Leute, da gucken wir mal in der nächsten Folge, wie wir irgendwie unser Zeug lagern können. Und wir schlafen. Vielen Dank fürs Reingucken. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da schauen wir mal, was uns das Spiel noch so zu bieten hat. Also, jetzt bin ich sehr begeistert gewesen. Und ja, schaut wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao.